die Zwölfe zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blackguards. Ja, ärgerlich, dass man hier nicht rasten kann, obwohl man Proviant hat, aber ich glaube, es liegt eher daran, weil die Schlacht halt im vollen Gange ist und es ist Blödsinn wäre, jetzt hier einen Tag schlafen zu können, weil der Kampf halt zustatten ist, ne? Quatschen wir nochmal mit denen. Uns. Ja, du mich auch. Ist es vorbei? Vorbei? Jetzt wird es erst richtig lustig. Finale! Was errichten ihre verfluchten Zauberkristalle rund um die Stadt? Offenbar bereitet ihr Schamane irgendein Ritual vor. Mir wäre wohler um mein mütterliches Herz, wenn irgendjemand die Kristalle zerschlägt. Und den Schamanen am besten gleich mit. Mhm, das machen wir doch gerne. Wo lang? Einer der Kristalle wurde direkt vor dem Tor gesehen. Ein anderer auf der Seeseite der Stadt. Kriecht durch die Kanalisation, wenn es sein muss. Chor mit euch. So, Stadttor. Kanalisation. Haben wir irgendwo die Möglichkeit, hier irgendwo einen Kanaldeckel aufzumachen? Nö. Also kein Weg drumherum. Die Steine können wir bestimmt runterputzen lassen. Diese wahrscheinlich auch. Das ist wiederum dann schlecht. Was haben wir denn alles hier? Das hier erkennt er noch gar nicht. Wir sollten aber auf jeden Fall weg von dem Teil hier gehen. Da ist einer der Kristalle. So, das scheint ein besonderer zu sein. Nun denn, dann stürmst du mal vor. Ist er jetzt so schön stark gepanzert? Frage ist, kannst du, wenn du hier stehst, da irgendwie hinballern? Nö, kannst du nicht. Schade. Mist. Das ist natürlich jetzt schon schlecht. Ist mir natürlich schon mit versaut. Naja. Es ist, wie es ist. Nice one. Oh Gott. So, auf jeden Fall weg von den Steinen da. Und ein bisschen Fernkampf. Okay, damit wurden alle geheilt. Sogar meine eigenen Leute, wie es aussieht. Sollten wir vielleicht nicht so schnell kaputt machen. Obwohl, wenn. Ja, das ist ja auch schlecht, wenn die ganze Zeit geheilt werden. Wenn ich die Steine hier umwerfe, kippen die sie wahrscheinlich nur in die Richtung. Oder kippen die auch in die. Jetzt kannst du draufballern. Teste das mal. Ah, nur in die Richtung. Mist. Okay, Freezer. Dann bringen wir den mal hier down. Oder wir konzentrieren uns hinten auf den Magier. Ist vielleicht besser. Volle Möhre auf den Magier. Und zwar flott. So, und du rennst da einmal drumherum und lässt den da ein bisschen herzappeln. Genau so machen wir das. Oh, mir ist ganz kalt. Okay, wir haben keine Energie bekommen. Nur die haben Energie bekommen. Vielleicht sollte ich ihn schnellstmöglich kaputt hauen.
So, wir können ihn natürlich jetzt down bringen, aber ich glaube, es wäre besser, wenn ich jetzt einen Heiltrank nehme. Gar nicht gut. Ja, das war alles ein bisschen taktisch nicht so gut gewesen, dieser Kampf. Schade. Ja, das bringt nichts. Ich muss das Teil kaputt hauen. Ist ja die ganze Zeit wieder volle Power, das Mistvieh. Triffst du das? Nein. Natürlich nicht. Dann ergibt das natürlich auch keinen Sinn, jetzt hier irgendwie rumzuballern. Also, haut das kaputt. Aber flott. Sehr gut. Genauso habe ich mir das gedacht. Du solltest dich mal ein Stück darüber bewegen, weil du nicht so viel Panzerung hast wie der Chojin. So, und trotzdem auf dich. Geh mal hier hin. Ah, den sehe ich natürlich jetzt nicht mehr, den Zwerg, ne? Das ist schlecht. Nicht gut. Okay, ein Lebenspunkt. Ganz toll. Nein, ich sehe ihn nicht mehr. Ich hätte wohl hier hingemusst. Super. Super duper. Ja, gut, dann schieß noch einmal drauf. Nicht mal das klappt. Los, weich aus. Agil, wie du bist. Okay, die darf nicht zum Zaubern kommen. Hat aber noch höllisch viele Lebenspunkte. Ja, schon was verwundet. Gehen wir mal hier hin, damit die wieder was gehen müssen. Und schießen da drauf. Ha! Mist. Jetzt aber. Oh Gott, ich sehe den nicht. Wie krass. Wieso sieht er den nicht? Tja, was nun? Nee, das ist was anderes. 10 Lebenspunkte. Wir haben 13. 10 Astralpunkte meine ich. Wir haben 13. Ich kann ja keinen heilen, so wie es aussieht. Doch, die kann ich heilen. Okay, also daran liegt es nicht. Dann kriegst du einen schönen Armatrotz von mir. Au. Nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut. Sagte ich das schon? Na, endlich.
Pum, 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 pum. Ich glaube, das wird nichts. Verdammt. Okay, jetzt muss ein Heiltrank nehmen. Das bringt ja sonst nichts. Am besten direkt noch einen hinterher. Toll, du verlierst fast so viel, wie ich gerade genommen habe zu mir. Super. Komm, einen Kampf wirst du ja wohl überleben. Oder auch nicht. Uah. Ja, nicht gut. Ich hätte gar nicht hier unten lang. Ich hätte das mit dem Teil nicht ausprobieren sollen. Ich hätte direkt hier rüber rennen sollen, Kristall kaputt und die fertig machen sollen. Können wir bitte nochmal erneut versuchen machen? Dann müsste ich ja genau beim Kampf sein. Ich wusste es schon nach der Hälfte des Kampfes, aber trotzdem wollte ich weitermachen. Naja. So, jetzt wissen wir Bescheid. Du dahin. Kannst nicht drauf schießen. Schade. Dann schieß einfach mal auf den. Da Schnuppe wirst du sowieso gleich durch den Kristall geheilt. So, Hauptsache hat das Teil nicht runtergeballert. So, vorstürmen. Netten Armaturz drauf. So, der kann ruhig drumherum rennen. Und du rennst vor. Na, genauso dachte ich mir das. Nicht mit mir. Können wir vielleicht von hier den treffen? Nein, können wir nicht. Okay, dann beweg dich mal dahin. Oh, krasses Teil. Nicht schlecht. Hat sie umgeworfen, der Zauber. Einen Heiltrank nehmen. Hier, guter Zaubertrank. Brauch ein bisschen Magie. So, und du stürmst vor. Kann Kristall nicht kaputt schlagen von hier. Aber wir können, wenn wir hier näher gehen, das Feuer auf mich ziehen, auf den Zwerg. Ah, wir müssen irgendwie weg von da. Hat ihn direkt wieder zurückgeworfen, er wäre jetzt dran gewesen. Scheiß Freeze-Zeug. So, schön weit weg. Du bist wieder da. Kannst du den Kristall zerdeppern? Bist auf jeden Fall aus der Reichweite von denen auch.
Ah nein, du kannst den Kristall zerdeppern. Oder auch nicht. Wieso nicht? Weil sie total dran steht, oder wie? Was ist das denn jetzt? Wieso kann ich den Kristall nicht kaputt hauen? Aha. Geht also doch. Nein, der ist nicht kaputt gegangen. Ach du Jemini. Yeah, 19. Nice. Es darf nur nicht das Heilteil kommen wieder. War ja klar. War ja sowas von klar. Tja, und ich kann nicht draufballern. Geht nicht. Ich kann auch nicht auf den schießen. Wieso kann ich nicht... Ja, doch, auf den kann ich schießen. Ja, das ist nicht gut. Heilung. Schön weit wegrennen. Sollen sich alle um den Zwerg da kümmern. Hallo? Wieso klappt das wieder nicht? Also. So, und jetzt ist Schluss mit lustig. Stirb! Nein, ich sterbe jetzt. So ist es. Gott! Der Zauber ist echt ätzend. Okay. Tod. Außer Gefecht. Super. Murks. Vielleicht könnten wir sie alle hier unten hinlocken. Dann das Teil umwerfen. Aber es ergibt ja erst Sinn, wenn wir das hier kaputt zerstört haben. Grrr, das ist echt nicht ohne. Also diese strategischen Kämpfe, das macht echt Spaß. Dann müssen wir mal schauen, wie gehe ich jetzt am besten vor? Kann ich es überhaupt noch schaffen? Er muss die wiederbeleben. Energie ist nicht gut. Er muss sich ja selber heilen. Das wird, glaube ich, nichts werden. Aber schauen wir mal. So, wir haben einen, der schon recht verwundet ist. Der hier. Den könnten wir jetzt töten. Sollen wir vielleicht auch machen. Hier rüber rennen. Fort mit dir. So, aber ein weniger. Der Zauberer hat enorm viel Energie. Wir sehen nicht mal wie viel, aber es war viel. Das Problem ist, er macht so mächtige Zauber. Aber ich glaube, besser wir töten die hier, die nicht so viel haben. Ah, falls wir den mal treffen würden. Gut, ausgewichen, sehr schön. Aber nur drei. Eieiei. Ja, konzentrieren sich wieder da drauf. Dann hätte ich aber Zeit, ihn zu heilen. Problem ist, ich bin viel zu weit weg davon. Komm hier nicht durch. Ich müsste so rumrennen. Auch doof. Verdammt. Ich habe sowieso nur noch 2 Energie. Ich sollte ihn heilen. Ihn oder ihn? Besser ihn. Besser beide.
So, 26 wieder. Trefft mal wieder nicht. Ja, du musst einen Heiltrank nehmen. Am besten zwei. Ja, geh mal ein Stück. Ja, eins wird nicht reichen. Zwei Felder näher. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt erreichen kann und ihm einen Armatrutz gebe. Ah, trotzdem noch 4 Schaden. Mistkerl. So. Du tötest jetzt diesen Dreckskerl hoffentlich. Sehr gut. Du machst da jetzt noch eine Attacke drauf und dann war's das hoffentlich. Sehr gut. Da waren es nur 3. Lass ihn in Frieden. Nein! Ja, damit war's das. Mist. Mist. Aber ich musste es so machen. Ist kaum noch Energie. Weiterer Heiltrank. Ich glaube, das wird wieder nichts. Das wird, glaube ich, schon wieder nichts. So ein Mist. So. Der Zauberer ist noch da. Jetzt heißt es irgendwie überleben. Kann ich den Heiltrank benutzen und ihm geben? Muss ich dafür nah sein? Du hast doch einen Heiltrank, oder? Ja, schwacher Heiltrank auf ihm benutzen. Geht nicht. Muss ich ganz nah dran sein. Oder... Es geht nicht. Das kann natürlich auch sein. Schießen wir mal erstmal auf ihn. Nimm das. 19, sehr schön. Es kann noch klappen. Ja, unfassbar, es hat noch geklappt. Eieieiei. Okay, einen schönen Zaubertrank und einen Speer finden wir. Na, danke schön. So, der Nekromant ist besiegt. Wir würden gerne Heilung kriegen. Bitte, bitte, bitte Heilung. Das haben wir. Alle, ein Dukat, 1,8 sogar. Macht nix. Das hat gut geklappt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.